Bam! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Videospieltag. Genau, wir spielen ein Rennspiel. Ja, ein sehr altes Rennspiel. Ja, sehr alt. Das ist nämlich noch auf dem Nintendo. Genau. Oh. Und ich bin direkt gestorben. Ja, ich bin unten. Er ist oben, ja. Und wir spielen natürlich Lego Star Wars Pod Racer. Lego Star Wars? Das heißt Star Wars Episode 1 Racer. Ja, meinst du doch. Ja. Lego Racer. Genau, denn in Episode 1 gab es ja die Szene mit dem Pod Racing. Genau. Wo Anakin natürlich fabulös das Rennen gewinnt. Und daraus haben die einfach mal ein Spiel gebastelt. Was ziemlich abgeht, weil es recht schnell ist. Ja, wenn du mal so guckst, halt. Ballerst du hier mit 400, 500 Sachen durch die Gegend. Ja. Ja, was gibt's denn so Schönes über das Spiel zu erzählen? Ja, es gibt 25 freischaltbare Charaktere. Ja. Nur 8 Strecken, wie wir es jetzt so richtig nachgezählt haben. Kann auch sein, dass wir uns irren. Wir sind uns jetzt nicht ganz sicher. Es können doch 9 sein, weil eine haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, und die aber in mehreren Ausführungen. Ja, also vorwärts, rückwärts. Mal so ein bisschen Streckenarchitektur verändert. Genau. Oh, kaputt. Und das Problem bei diesem Spiel ist jetzt, da es schon so alt ist und die Grafik natürlich auch nicht mehr so toll ist, weil es ist für den N64, haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. N64? Ja. Erwähnt? Ist die Grafik nicht mehr so zeitgemäß. Und jetzt hier im Zwei-Spieler-Modus, damit es flüssig läuft, muss die Grafik natürlich nochmal runtergeschraubt werden. Deswegen, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass sich die Spielwelt vor uns erst 5 Meter vor uns ungefähr aufbaut. Oh, kaputt. Und es da recht schwer ist, die Strecke zu sehen. Sehr schwer. Das ist im Einzelspieler zum Glück nicht so. Da ist die Grafik auch ein bisschen besser. Ja. Aber naja. Also, kaputt. Ich nicht. Ja, ja, es gibt natürlich auch verschiedene Modis, wie zum Beispiel Turnier, Zeitrennen, dann 2 Spieler. Ja, die machen. Genau. Ja, Training kannst du machen. Du kannst auch hingehen und dein Pot auf. Basteln. Ah ja, stimmt. Genau. In dem Turniermodus natürlich. Ja, genau. Dann kannst du dann auf. Wer ist nochmal der Typ hier aus dem. Ich weiß, wie du meinst, der Sklavenhändler. Da kannst du Teile kaufen halt mit Credits. Nee, Sebulba. Sebulba hatte ich auch erst im Kopf. Ach. Ja. Später fällt's ein. Ja, natürlich. Sobald der Aufnahmeknopf ausgemacht wird. Auf jeden Fall kannst du halt bei ihm Teile kaufen. Na, am Anfang natürlich nur gebrauchte, weil du hast ja nicht die Kohle. Dann kann man seinen Pot so ein bisschen aufwerten. Oh. Das kann man jetzt im Zwei-Spieler natürlich nicht. Was man machen kann, ist aber sein Pot, weil er ja beschädigt werden kann. Deswegen die Anzeige unten links kann man hier reparieren, indem man die R-Taste drückt. Genau. Und dann gibt es noch eine Fähigkeit, die aber auch sehr riskant ist, und zwar den Boost. Dann macht er. Und einen kleinen Schub bekommen kann. Sehr klein. Ja, aber wenn man damit gegen eine Wand fährt, dann ist vorbei. Ja, dann ist sofort kaputt. Aua. Oder auch wenn man normalen. Ja, geht einfach gegen die Riesen, dann ist ballert wie er gerade. Ja. Wenn man natürlich sehr beschädigt ist, was ich hier gerade versuche. Ich versuche mal hier so ein bisschen kaputt zu machen. So, jetzt seht ihr ja da so ein bisschen orange. Jetzt drücke ich reparieren und natürlich geht ein Triebwerk aus und man ist eine ganze Ecke langsam. Ja. Weil muss ja repariert werden, das Beschädigte. Boah, verdammt. Ey, ich komme nie durch diesen verdammten Laser, weißt du das? Ja, es gibt ja auch eine Ego-Perspektive, also Stoßstangperspektive sozusagen. Genau. Die oder das ganz weit weg, ganz nah, ganz. Was das Spiel aber nicht wirklich vereinfacht, wollte ich sagen. Nicht wirklich, ja. Quasi gar nicht. Aber was man dem Spiel zugutehalten muss, ist, dass es extrem flüssig läuft. Das ist kaum irgendwelche. Das stimmt allerdings, ja. Was haben wir denn noch nicht erzählt? Ja. Aber so viel gibt es eigentlich, weil es ist ein Rennspiel. Was soll man, Story gibt es ja nicht. Dann will ich halt nur den Turniermodus. Ja. Wir haben gesagt, 25 Charaktere, 8 Strecken. Ja. Ah ja, es gibt 4 Klassen, in denen man fahren kann. Haben wir das gesagt? Ah, nee, das haben wir noch nicht gesagt. Nee, gibt es einmal die Amateurklasse. Die Semi-Pro und dann noch 2 andere. Galaxis-Klasse und die Elite-Klasse. Genau. Und da ist auch schon das Ziel. Ja, und dann war es auch schon mit dem Videospiel. Nein, wir sind erst dann Zweiter geworden. Wir haben gar nicht mehr so verkackt im Videospiel. Nee, außer dass wir halt ein paar Mal gestorben sind, aber das gehört einfach hier zu dem Spiel. Ja, das schafft ihr fast gar nicht ohne. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt auch noch Original-Star Wars-Musik in unserem Hintergrund. Leicht verrauscht wegen N64, aber. Leicht verrauscht. Ja, was gibt's noch? Ja, nichts. Das war's eigentlich schon. Wir wollten euch nur mal auf einen kleinen Exkurs mit in die Vergangenheit nehmen. Ganz schon mal zurück in die Vergangenheit. Ja. Das war auf jeden Fall ein Spiel unserer Kindheit, obwohl wir es damals nie selber besessen haben. Wir haben uns immer ausgeliehen. Ja, doch ich hatte das ganz früher mal. Das ist, glaube ich, kaputt gegangen. Oder hatten wir das echt ausgeliehen? Ich glaube, wir hatten es echt nur ausgeliehen. Also ich hatte das vor ein paar Jahren, habe ich das mal in einem anderen Verkauf gekauft.
gesehen und boah, gedacht so, boah, was kaufen. Genau. Ja, also wer auf so Retro-Spiele steht und noch Star Wars-Fan dazu ist, der sollte es auf jeden Fall mal einen Blick gönnen. Man muss sich allerdings an die Grafik gewöhnen und ja, an die Steuerung, weil man es halt mit dem N64-Pad nicht mehr so allzu genau steuern kann. Nee, das stimmt, ja. Und es ist halt ja nicht schwammig, mehr so ein bisschen zu genau, wenn man mit dem Stick spielt. Ne? Ja. Da kann man schnell schon mal so pom, gegen die Wand. Weil so ein Port ist ja nicht das gleiche wie ein Auto. Nee, weil die reagieren ein bisschen was schneller. Genau. Ja, aber ansonsten können wir nur noch sagen, das war's schon fürs Videospieltagebuch. Danke fürs Zusehen. Ja, und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten genau. Tagebuch ja. wieder. Also bis dann, bye bye und haut rein. Bis dann. Ciao.